willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man den Golem besiegen kann. Viel Spaß! Der Golem ist ein Boss, der im Dschungeltempel bekämpft wird. Er droppt viele nützliche Sachen und ist für wichtige Events notwendig. Nachdem ihr Plantera besiegt habt, könnt ihr mit dem von ihr gedroppten Dschungelschlüssel die Tür zum Tempel öffnen. Dort solltet ihr als erstes die vielen gefährlichen Fallen entfernen und alle Truhen öffnen. In den Truhen befinden sich nämlich Lizard-Sails, die ihr benötigt, um den Golem zu beschwören. Am Ende des Tempels befindet sich ein großer Raum, in dem ein Altar steht. An diesem wird der Golem beschworen. Der Altar kann übrigens auch mit einer starken Spitzhacke abgebaut werden, was bedeutet, dass ihr den Golem vor eurer Haustür bekämpfen könnt, wenn ihr den Altar dorthin gestellt habt. Ihr müsst trotzdem Plantera besiegt haben, wenn ihr zum Beispiel den Altar in einer anderen Welt aufstellen wollt. Wir kommen nun zu der Ausrüstung, die ihr benötigt. Als Rüstung habe ich die Chloropyt-Rüstung mit dem Fernkämpferhelm benutzt. Ich empfehle außerdem, mit dem Chloropyt-Shotbow, mit Chloropyt-Pfeilen und dem Maxi-Halme-Kristallkugeln zu kämpfen. Welche Flügel ihr benutzt, ist eigentlich egal. Die zwei wichtigsten Accessoires sind aber das Ranger-Emblem und der Magic Quiver, der von Skelettbogenschützen gedroppt wird. Zusätzlich habe ich noch die Lightning Boots und die Wolken-Einballon benutzt. Wie immer empfehle ich 2 Accessoires auf zusätzlichen Schaden und 3 auf mehr Rüstung zu verzaubern. Natürlich braucht ihr auch noch Tränke, darunter große Heiltränke, eine Iron Skin Potion, einen Dorntrank, eine Swiftness Potion, eine Archery Potion und Fisch oder eine Suppe. Nachdem ihr den Golem beschwört habt, solltet ihr euch seitlich zu ihm stellen und mit dem Shotbow auf ihn schießen, sodass ihr den Kopf und seine Arme trefft. Springt dabei ab und zu hoch, um den Feuerbällen und Lasern auszuweichen, aber hört nicht auf zu schießen. Je mehr Schaden er bekommt, desto schneller schlägt und schießt er. Deshalb müsst ihr sehr aufpassen, wenn der Kampf sich dem Ende zuneigt. Nachdem ihr nun seine Arme und den Kopf zerstört habt, fliegt der Kopf in die Höhe und ist unverwundbar. Jedoch könnt ihr jetzt seinen Körper angreifen. Schießt nun mit dem Maxi auf ihn und er sollte recht schnell zerstört werden. Bleibt am besten möglichst weit oben, damit der Golem nicht auf euch springt, und versucht gleichzeitig so gut wie möglich den Schussattacken des Kopfes auszuweichen. Wir kommen nun zu dem Loot. Der Golem kann sehr viele Sachen droppen, ich werde sie einfach mal aufzählen. Der Stinger mit passender Munition, die Possessed Hatchet, den Sunstone, das Auge des Golems, die Pixar, den Hitzestrahler, den Erdstab oder die Faust des Golems. Zusätzlich zu einem dieser Gegenstände bekommt ihr noch Käferschalen. Im Expert Mode bekommt ihr noch ein zusätzliches Item, den Shiny Stone. Das war es dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. In der Tutorial Playlist findet ihr noch andere Tutorials zu Terraria. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.